überwiegend, ne? Und diese wird nach oben zu auch ganz schön eng. Die engste Stelle ist nämlich gerade mal noch 60 cm breit. Es gibt inzwischen zwar auch einen Fahrstuhl, aber der geht leider nicht bis ganz nach oben. Wer dann immer noch bis ganz nach oben will, muss dann trotzdem noch mal weitere 96 Stufen steigen. Das Denkmal gliedert sich in drei Ebenen. Da gibt es die Krypta zum Gedenken an die Gefallenen, die Ruhmeshalle und die Kuppelhalle. Und in der Ruhmeshalle, da befinden sich auch die vier Statuen der Totenwächter. Die sind fast 10 Meter hoch und sie stellen die Personifikation der deutschen Tugenden dar. Und diese vier deutschen Tugenden, das sollen sein Volkskraft, Frömmigkeit, Opferwilligkeit und Heldenmut. Auch das große Wasserbecken vor dem Denkmal hat eigentlich eine Bedeutung. Es steht nämlich für die Tränen der Frauen, Kinder und Mütter, die sie damals um ihre Soldaten geweint hatten. Andererseits bringt es auch einen ganz tollen Effekt mit sich, denn in diesem Becken spiegelt sich das Denkmal in voller Größe wieder. Und gerade